Willkommen hier in der Volkswagen Arena, liebe Zuschauer. Wir begrüßen Sie zu dieser heutigen Begegnung. Mein Name ist Wolf Fuß und ich werde das Ganze gemeinsam mit Frank Buschmann für Sie kommentieren. Und heute übertragen wir Ihnen ein Spiel aus der Bundesliga. VfL Wolfsburg gegen Bayern München. Ein interessantes Ligaspiel natürlich, Wolf. Das sind zwei Mannschaften, die sich heute zeigen wollen, die sich zeigen müssen. Die Fans haben eine hohe Erwartungshaltung. Die Gäste zuletzt mit offensiv richtig starken Auftritten. Zurzeit haben sie auch die meisten Tore in der Liga erzielt. Und die Fans hoffen natürlich, dass heute in diesem Spiel so weitergemacht wird. Das macht doch den Fußball aus, Buschi. Nicht nur ein schönes Spiel, sondern auch die Stimmung hier von den Rängen. Und die Fans geben heute mal so richtig Gas und das pusht ein Team natürlich. Die Nummer 31, Yannick Gerhardt. Und mit der Nummer 9, Ron Werhorst. Die Aufstellung des VfL Wolfsburg, so gehen sie in diese Begegnung. Sie gehen es offensiv an. 4-5-1 heute. Denkt man ja erstmal gar nicht, wenn man da nur eine Spitze sieht. Aber aus dem Mittelfeld kommt da geballte Power nach vorne. So gehen es die Bayern also heute an. Sie lieben das Spiel mit den kurzen Pässen, Buschi. Auch heute wieder. Also zumindest in der Theorie. Ja, da können sie ihre Stärken ausspielen. Sie haben ja die Leute, die auch dann immer wieder die entscheidende Lücke finden, die geduldig warten und dann im richtigen Moment zuschlagen. Anstoß Wolfsburg kann losgehen hier. Es sah so aus, als kämen sie durch, aber jetzt ist der Ball weg. Lewandowski jetzt. Alphonso Davies. Coman ist das jetzt. Lewandowski. Jetzt nochmal die Bayern. Coman. Jetzt wäre Zeit für eine Flanke. Coman. Da muss er aufpassen. Energisch den Ball geklärt. Es gibt Einwurf. Vorne jetzt die Balleroberung. Zu viel Power hinter diesem Ball. Kein optimales Zuspiel. Thomas Müller jetzt. Die Bayern im Vorwärtsgang. Den Ball will er nicht hergeben. Pavard. Jetzt Robert Lewandowski. Leroy Sané. Benjamin Pavard. Robert Lewandowski. Sané. Jetzt liegt es vor allem an den Kreativen, hier mal eine Idee zu entwickeln. Sonst kommen sie gegen die Abwehr nicht durch. Leroy Sané. Benjamin Pavard. Da ist Kimmich. Da kann er ihn stoppen. Yannick Gerhardt. Roussillon ist das. Ballverlust. Goretzka. Pass auf außen. Sané. Pavard. Da hat er Platz. Jetzt die Flanke. Sané. Der Vorstoß hier von Sané. Stark verteidigt. Gut den Körper eingesetzt. Schön dazwischen gegangen, Ballverlust. Guter Pass jetzt.
Ja, gute Hereingabe. Was machen Sie draus? Was war das denn für ein Tor? Mit dem Seitfallzieher macht er es. Akrobatisch, wie er da in der Luft liegt. Da zeigt er seine ganze Technik. Hier kommt nochmal das Tor. So ist das Ganze entstanden. Erst spielen sie diesen Pass und dann ist es Robert Lewandowski, der die offensichtliche Verwirrung der Hintermannschaft ausnutzt und in Ruhe einschiebt. Und damit haben wir den ersten Treffer. Jetzt könnte das Spiel richtig Fahrt aufnehmen. Robert Lewandowski. Maximilian Arnold. Steffen. Jetzt kann die Hereingabe kommen. Ball läuft klasse bei Wolfsburg. Die Vorwärtsbewegung jetzt. Gute Aktion. Ball kommt in die Mitte. Pass wird abgefangen von Goretzka. Sie kommen jetzt über außen. Kimmich. Robert Lewandowski. Lassen den Ball laufen, aber jetzt bräuchten sie auch mal einen Zug zum Tor. Auf dem Flügel ist jetzt Platz. Klar, das muss hier jetzt einen Abschluss geben. Jetzt können wir uns das Führungstor gerne noch mal anschauen. Nicht einfach, dieser Volley, aber er trifft den Ball gut und macht das Tor. Goretzka. Goretzka ist es. Jetzt Müller. Super, wie sie das Kurzpassspiel hier aufziehen. Da läuft der Ball perfekt und sie haben es jetzt natürlich auch nicht eilig. Thomas Müller. Goretzka ist es. Wichtiges Tackling hier. Und Ballverlust. Goretzka! Sah gefährlich aus dieser kurzen Distanz. Aber Castells macht das natürlich klasse. Eine kurze Ecke. Flanke kommt nicht durch. Frühes Stören jetzt. Wolfsburg kommt über den Flügel. Yannick Gerhard. Den Ball gibt er erstmal nicht her. Könnte der Ausgleich werden. Alaba kann hier blocken. Vielleicht wird es über Müller jetzt gefährlich. Die Bayern mit dem Ballverlust. Xaver Schlager. Sie geben den Ball ab. Lewandowski jetzt am Ball. Da ist Kimmich. Goretzka. Alfonso Davies. Kimmich. Da ist Kimmich. Und jetzt Lewandowski. Joshua Kimmich hatte mal. Die Gelegenheit für die Flanke. Alfonso Davies. Klasse, wie er dahin geht. Maximilian Arnold. So langsam wird es gefährlich. Xaver Schlager.
Und Müller. Da ist Kimmich. Und da wird die Nachspielzeit angezeigt. Eine Minute gibt es noch oben drauf. Da hat er Platz. Jetzt die Flanke. Sané lässt sich jetzt nicht stören. Thomas Müller. Kimmich. Pass auf Goretzka. Gutes Zuspiel. Technisch anspruchsvoll gemacht. Ein Tor haben wir in Halbzeit 1 gesehen. Und damit ist hier noch nichts entschieden. Schneller Blick in die Statistik. Sie nehmen sich nicht viel im Moment, Buschi. Torchancen haben wir auf beiden Seiten gesehen. Ja, genau deshalb ist es auch so eng. Und das ist für uns natürlich gut. Es bleibt spannend. Anstoß Wolfsburg kann losgehen hier. Guter Pass jetzt. Ja, gute Hereingabe. Was machen Sie draus? Was war das denn für ein Tor? Mit dem Seitfallzieher macht es. Akrobatisch wird. Wichtiges Tackling hier. Goretzka sah gefährlich aus dieser kurzen Distanz. Aber Castells macht das natürlich klasse. Bisher haben die Bayern hier alles im Griff. Wir gehen rein in Durchgang 2. Sehr gute Passquote. Auch der Ball kommt an. Seine Pässe sind heute erstklassig. Auch der hier wieder. Lewandowski. Xaver Schlager. Wout Weghorst. Wout Weghorst. Renato Steffen. Ball läuft klasse bei Wolfsburg. Maximilian Arnold. Roussillon. Da nimmt er ihm den Ball ab. Sehr gutes Tackling. Vielleicht die Konterchance. Thomas Müller. Thomas Müller. Pass auf den Flügel. Und jetzt Müller. Schirmt den Ball gut ab. Chance zur Flanke jetzt. Hinten stehen sie kompakt, aber kommen sie jetzt vielleicht durch. Kevin Babu. Yannick Gerhardt. Oh, das sah vielversprechend aus. Sané. Ja, die Flanke bringt nichts ein. Maximilian Arnold. Yannick Gerhardt. Jetzt vielleicht die Chance für den Konter. Renato Steffen. Yannick Gerhardt. Maximilian Arnold. Da versuchen sie es mit dem Doppelpass. Wout Weghorst. Zieht ab. Er hält diesen Ball. Sensationell. Wir hören es. Die Fans hoffen auf den Ausgleich. Ecke kommt. Da können sie erst mal klären. Guter Vorstoß jetzt. Kommt jetzt die Flanke? Gute Aktion. Yannick Gerhardt. Wout Weghorst. Ja, mit viel Übersicht. Da ist er aufmerksam. Gut vom Torwart.
Vielleicht der Ausgleich bei der Ecke. Mit der Führung im Rücken kommt jetzt die Auswechslung. Die Nummer 10, Leroy Sané. Neu auf dem Feld, die Nummer 11, Douglas Costa. Ecke in den Strafraum. Da können Sie klären. Wieder Ecke. Ecke kommt in den 16er. Hereingabe kam gut, aber der Ball ist erstmal weg. Brooks. Guter Pass jetzt. Da steht er ganz klar im Abseits. Gar keine Diskussion. Daraus hätte sich hier durchaus was entwickeln können. Eine gute Chance, aber es ist natürlich eine klare Abseitssituation. Müller am Ball. Lewandowski. Richtig gutes Passspiel da von Bayern München. Verteidigt erstmal den Ballbesitz. Die Gelegenheit für die Flanke. Geht da mit vollem Einsatz zum Ball. Wout Weghorst. Da wäre Platz für den Konter. Sie verlieren den Ball. Schade, das war eine gute Kontermöglichkeit. Jetzt Thomas Müller. Lewandowski. Jetzt ist es gefährlich. Lewandowski. Douglas Costa. Goretzka. Super Pass. Und da ist das Tor. Das Tor wird nicht gegeben. Und das zu Recht. Es war Abseits. Und wir schauen noch mal genau hin. Stimmt die Abseitsentscheidung, Buschi? Ja, richtig. Der Treffer war irregulär. Auswechslung. Beim VfL Wolfsburg. Die Verantwortlichen dürften zufrieden sein. Sie liegen vorne mit dem Wechsel. Will man nun sicher auch für Absicherung sorgen. Neu in der Partie, die Nummer 23. Joshua Gilavogi. Spielerwechsel bei Bayern München. Vom Feld gegangen, die Nummer 19. Alfonso Davis. Neu. Super Aktion. Das ist die Balleroberung. Unwiderstehlich. Der kleine Simon. Wout Weghorst. Schöner Spielaufbau. Sie wollen natürlich jetzt den Ausgleich. Wollen hier wieder rein in diese Partie. Joshua Gilavogi. Klasse Einsatz, aber kommt auch an den Ball. Jetzt vielleicht die Chance für den Konter. Goretzka. Jetzt die Bayern im Angriff. Er geht vorbei am Verteidiger. Leon Goretzka. Klasse Einsatz. Das Spiel liegt in den letzten Zügen, aber es ist nach wie vor eng. Es ist noch alles drin. Süle. Der Blick auf die Uhr, 9 Minuten bis zum Ende. Mit diesen Fans im Rücken geht jetzt vielleicht nochmal was, oder Buschi? Ich glaube auch, das könnte hier nochmal eine ganz, ganz enge Kiste werden. Sie werden hier wechseln. Neu im Spiel, die Nummer 7, Josef Brekalo. Müller am Ball. Douglas Costa. Lewandowski. Kimmich. Lewandowski. Geht dazwischen und hat den Ball.
Wir schauen auf die Uhr, 5 Minuten sind es hier noch. Maximilian Arnold. Und da ist der Ball wieder weg. Die Gäste werden wechseln. Thomas Müller jetzt. Sie machen das gut heute, oder Buschi? Ja, ja, Wolf. Der Ball läuft richtig gut und die haben eine extrem hohe Passsicherheit. Ganz geduldig machen sie das hier, lassen den Ball schön laufen. Kimmich. Und jetzt Müller. Lukas. Goretzka. Balleroberung, ja, da sieht man die Übersicht, dieses Spielverständnis. Da haben sie Platz, jetzt vielleicht der Konter. Und da kommt die offizielle Nachspielzeit. 2 Minuten sind es noch. Vielleicht bekommen sie noch die Chance zum Ausgleich. Jetzt gilt's. Das könnte die Chance werden. Das ist der Schlusspfiff. Die Gastgeber haben heute also verloren. Sie müssen sich weiter verbessern. Das war bei dieser knappen Niederlage heute nicht zu übersehen. Und ich bin sehr gespannt, wie der Coach im nächsten Spiel reagiert. Anstoß Wolfsburg, kann losgehen hier. Guter Pass jetzt. Ja, gute Hereingabe, was machen Sie draus? Was war das denn für ein Tor? Mit dem Seitfallzieher macht es akrobatisch wie ein... Wichtiges Tackling hier. Sah gefährlich aus dieser kurzen Distanz. Aber Castells macht das natürlich klasse. Von Weghorst zieht ab. Er hält diesen Ball. Sensationell. Wir hören es. Die Fans hoffen auf den Ausgleich. Yannick Gerhard. Von Weghorst. Da ist er aufmerksam. Gut vom Torwart. Vielleicht der Ausgleich bei der Ecke. Super Pass.